Heute schauen wir uns das wohl wichtigste Lichtschwert in Star Wars an. Das Lichtschwert ist das mit der größten Geschichte dahinter und es gehört auch einer der beliebtesten Charaktere aus Star Wars. Ich bin Rey. Rey Skywalker. Halt, nein! Auch wenn Disney uns das so glauben lassen will, dass das dein Lichtschwert ist, Rey, das ist es nicht. Guck mal, das hier ist deins. Ist doch auch ganz cool, oder? Aber nun gut, ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal rein, was in dieser mysteriösen Box so drin ist, die ich bekommen habe. Und damit sind wir wieder mal in meinem wunderbaren Unbox-Zimmer. Naja, eigentlich irgendwie eher mein Wohnzimmer. Und wir haben wieder mal eine Box bekommen von N-Sabers. Richtig, richtig edel. Und ihr könnt jetzt mal raten, von welchem Charakter haben wir diesmal ein Schwert bekommen? Wer wird es sein? Eventuell Kid Fisto? General Grievous? Obwohl, hat er überhaupt eigene Lichtschwerter? Nun gut, aber es ist Anakin Skywalker. Nein, nicht der, sondern der hier. Yes, denn das Lichtschwert von Anakin, beziehungsweise von mir ist auch Luke, wurde mir zugeschickt und wir haben hier alles in einer wunderbaren, schönen Metallbox. Das gucken wir uns heute an. Okay, let's go. Doch, was haben wir denn hier alles drin? Wir haben hier wieder mal das User Manual, das brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Das ist für den Saber Stand, hier Display Stand. Yes, den haben wir schon ein paar Mal gehabt, den werde ich gleich aufbauen. Dann haben wir hier einmal die Klinge. Jetzt mal wieder mit Neopixel-Variante, nicht RGB. So, verschiedene Kabel zum Aufladen. Dann haben wir hier noch so zwei Dinger, die man hier wahrscheinlich zum Austauschen nutzen kann, ne? Ich denke. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch so eine Verschlusskappe, die man oben anstelle der Klinge reinstecken kann, damit man nur den Griff so hat und damit das ein bisschen cooler hier oben rausleuchtet und nicht so ganz so leer aussieht. Ansonsten natürlich haben wir auch dieses wunderbare Schwert und ihr kennt es alle, ihr liebt es alle. Und wie, ihr liebt es nicht. Und das werden wir jetzt erstmal auf unseren Saber Stand packen. Den bauen wir auf. Ja, wow. Das muss jetzt erstmal von der Folie befreit werden. Ich baue ein Lichtschwert, es klappt ja wunderbar. Ich baue ein Lichtschwert, ja, ich baue ein Lichtschwert. Wo schmeiße ich die Folie jetzt hin? Wie ein verantwortungsvoller Erwachsener schmeißen wir sie auf den Boden. So, liebe Leute, und damit haben wir hier unseren wunderschönen Saber Stand. Wow. Und können unser Lichtschwert jetzt auch endlich mal so ein bisschen displayen. Es sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Und jetzt mal das Ganze natürlich mit der Elektronik verbinden. Dafür machen wir das Ganze einfach so, liebe Leute, dass wir das ganze Ding hier reinschieben. Und jetzt müssen wir das Ganze hier auch noch festmachen. Und damit sollten wir tatsächlich unser Lichtschwert jetzt endlich fertig gemacht haben. Testen wir mal. Yo! Das Ganze ist natürlich wieder super laut, von daher ich werde es gleich leiser machen. Wir haben wieder mal auch verschiedene Soundfonts, das heißt, es kann sich anhören wie Kylo Rens Lichtschwert, wie halt eben Lukes Lichtschwert, Anakins Lichtschwert und so weiter. Ist alles möglich. Und natürlich, weil das immer gefragt wird, und es hat auch hier diesen Soundeffekt, wenn man gegen irgendwas gegenschlägt oder halt eben Schüsse blockt. Oder auch eine Musikfunktion. Die besonders epischen Duelle! Das Ganze ist auch wie immer super leicht zu switchen. Man hat hier einfach eine Durchwahl quasi. Luke Skywalker. Gucken wir mal, was er hätte. Sein typisches Grün. Kenobi. Hier haben wir Darth Maul. So, wir haben mal zurückgeswitcht auf Anakins Lichtschwert. Ich habe es auch mal ein bisschen leiser gemacht. Man hört es noch, denke ich mal. Gerade mit diesem blauen Licht. Wir werden gleich mal das Licht hier ausmachen. Es ist wirklich super. Man kann es auch relativ simpel muten. Einfach hier zweimal klicken und schon, ne, ist komplett auf Mute. So kann man dann quasi immer seinen Spaß haben, ohne dass man halt diese, ja, recht lauten Geräusche hat, wenn man vielleicht mal irgendwie so ein bisschen für sich in seinem Zimmer kämpfen möchte oder so, ne? Okay, und so schaut das Ganze dann bei Dunkelheit aus. Das kommt so gut, Leute. Haben hier natürlich auch wieder die Möglichkeit, nur mit G-Stick das Ganze auszuschalten. Oder halt aber auch, wie man es könnte, per Knopfdruck. Und haben natürlich auch wie immer die Möglichkeit, verschiedene Farben und so weiter zu nehmen. Beispielsweise so ein bisschen helleres Blau oder ein Grün. Natürlich auch im guten alten Rot. Das könnte auch passen zu Anakin, ne? In so einer Alternativvariante. Gibt auch wieder so verschiedene Starteffekte.
Das ist Bulba. Jo, geil. Warte mal, das ist immer cool. Oh, oh. Wow. Es geht so ab hier, Leute. Ist es geil. Yes, ihr seht schon, auch dieses Mal bin ich eigentlich wieder mal total begeistert. Die Dinger sind natürlich nicht günstig, das ist mir auch bewusst. Dennoch natürlich eine super coole Sache für jeden Fan. Und es gibt ja bestimmt auch viele von euch, die gerade dieses Lichtschwert hier total super finden. Von daher, wenn ihr das Ganze machen wollt, dann checkt gerne mal den ersten Link in der Beschreibung aus. Nutzt gerne auch meinen Code TOMBI, um dort ein bisschen Geld zu sparen und natürlich auch den Kanal zu unterstützen. Von daher, vielen, vielen Dank. Das war's mit diesem kleinen Video zum Unboxing des Anakin Skywalker Lichtschwerts. Und von daher, bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und ciao. Ciao.